Berserker haben wir, Warlock, Firelord und Horse. Skaliert auf Stärke, Agilität. Ich würde gerne mal ihn ausprobieren. Zurajas. Okay, Unholy Frenzy. Inferno, Deathcoil. Ich glaube, wir nehmen Unholy Frenzy. Gibt uns mehr Attack Speed, soll uns angeblich Damage geben, aber mein Leben sinkt nicht. Und ich bin mir ziemlich sicher, ich habe keine Lebensregeneration, zumindest nicht so viel. Steht das hier dabei? Ne, steht nicht dabei. Gib mir irgendwas Cooles, nicht wieder Müll. Bekomm immer Müll. Upgrade, Damage. Ja, die Summons bringt's, glaube ich, nicht. Obwohl, die haben schon relativ viel HP. Das ist aber nur einer. Ich glaube, ich probiere es mit Attack Cooldown. Ich bin mir nicht sicher bei den Summons. Vielleicht soll ich wirklich mal ein oder zwei nehmen, wenn ich kann. Aber ich glaube, der Turm kann. Hier steht Nearby Friendly Units. Aber ich glaube, der Turm halt nicht Summons. Ich habe auch gelesen, dass die Map hier eigentlich Balance of Faith ist. Ne, Test of Faith nennt sich die Map, sorry. Dies hat gar nichts mit Helden zu tun. Das hat er umgemodelt. Nehmen wir die Aura gleich noch mit rein. Haben wir Regeneration. Und vielleicht sind deswegen noch einige Fehler drin, Übersetzungsfehler von Items, aber ich habe auch keine Ahnung vom Modden von Warcraft, ob man kann wahrscheinlich die Beschreibung ändern. Warte mal, der beschwört doch, glaube ich, Minions. Vielleicht könnten wir es ausnutzen und ein bisschen leveln. Macht er das denn? Okay, anscheinend macht er das in der Phase noch nicht. Aber ich hatte in der einen Runde, die ich gezockt habe, so einen der Minions beschwört. Das war voll geil, weil ich habe Free XP farmen können. Bis er halt irgendwann gestorben ist. Upgrade, Regen oder Armor oder Agilität. Regen ist nett. Armor ist, glaube ich, besser. Oder wir upgraden unsere Aura. Na, wir gehen mit Armor. Gerade zu Beginn ist echt gut. Ich hoffe, wir schaffen den Boss, ey. Der ist immer so hart, der erste. Und dann in der dritten Woche ist auch mega schwer. Okay, dann können wir den jetzt in Ruhe killen. Ich glaube, das Kiten, was ich da nebenbei mache, bringt gar nichts. Ich glaube, es ist völliger Humbug. Mirror Image, da haben wir es wieder. Ja, das nehmen wir. Das nehmen wir definitiv.
Okay, der wird mich jetzt stunnen, wenn ich Mirror Image mache, ne? Nee. Na, ich glaube, das ist auch völliger Humbug. Was blöd ist, ich meine, gut, es muss ein Time Limit haben, definitiv, weil sonst kann man unendlich lange farmen, aber. Mann, gerade die ersten Bosse sind so heftig. Ich habe auch noch keinen zugeguckt, der das spielt und die ersten Bosse easy peasy macht. Ich weiß auch nicht, wie die das machen. Upgrade the Abilities, Attack Cooldown oder 7 Armor. Oh shit, ey. Ja, wir nehmen Armor, wir gehen ein bisschen defensiv. Und probieren es mal aus. 17 Armor schon zu Beginn ist echt gut. Machen wir erstmal die kleinen Minions platt. Damit nehmen wir meinen Frenzy weg, kann das sein? Komm schon, lass uns den Boss schaffen. Jeez, Intelligenz. Oh Gott, ich glaube, wir gehen auf Movement Speed. Jeez wäre, meine ich, 3 Armor und Damage. Gerade zu Beginn des Movement Speed habe ich das Gefühl nicht so wichtig. Komm, das sind 76 Damage. Dann profitieren die davon nämlich auch. Ich brauche Damage auf den, je nachdem, was sicher es ist. Boah, mach kein Mist. Caste nicht irgendeinen Scheiß. Okay, okay, okay. Das fängt schon super an. Auf meinen Mana mir wegzunehmen. Okay, ich habe das Gefühl, dass es nichts bringt, deinen Golem anzugreifen. Den Inferno. Jetzt ist er Invis gegangen. Okay, das ging ja. Das ging ja. Das war close, ey. Der hat so viel Damage gemacht, obwohl wir 17 Armor haben. Oh shit, Movement Speed nochmal verringern. Nee. Nee, 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 nee. Lifesteal, Wir gehen mal auf ein bisschen mehr. Attack Speed. Ja, damit kriegen wir 10 Agilität dazu.
Das wäre mehr Mana, das brauchen wir nicht unbedingt. Und Power Staff, um nochmal zu erhöhen, ist ein bisschen hart. Dann nehmen wir lieber knapp 10 Agilität. Das sieht nicht gut aus. Vielleicht picke ich auch einfach nur Schrott, aber... Ich bin auch viel zu niedrig vom Level. Viel zu niedrig. Okay, passt ja, passt ja. Oh, Attack Speed. YOLO. Die sind nicht so super teuer. Oh, Drunken Brawler. Ja, komm, dann haben wir noch eine Möglichkeit auf Dodge und Doppeldamage zu machen. Mehr Attack Speed. Bin mir nicht sicher, geben die 4 pro oder geben die 12 pro? Das war... Wer bufft hier? Wer ist das? Ist das... Er ist das, ne? Okay, die Krabbe kriegt gar keinen Damage. Uiuiuiuiuiui. Regeneration wäre echt nett. Oh mein Gott. Ja, greift den Tower kurz an. Damit kann ich ganz kurz leben. Endurance, Aura, Agilität. Das wäre eine Menge Agi auf jeden Fall, aber Endurance, Aura wären... Ich meine, war das Armor? Ich meine, das ist Armor. Komm, wir nehmen die Agilität. Ring of Protection. 630. Ah, können wir nicht kaufen. Das wäre nett gewesen. Komm, ich kaufe mal so einen. Ich habe so einen noch nie gekauft. Vielleicht ist das sinnvoll. Weiß nicht, wie viel der aushält. Damit kann ich dispellen, okay. Er hat jetzt schon keine Mana mehr. Noch mehr Armor, noch mehr Agilität.
Oder ein Healing Ward, damit würde ich ihn mitheilen. Spell Damage brauchen wir nicht. Na komm, wir gehen ein bisschen auf Scale. Das ist alles definitiv zu teuer. Ja, komm. So haben wir noch ein bisschen Mana Regen. Eigentlich könnte ich dann das Item wahrscheinlich wegpacken. Nicht gut. Ja, er ist definitiv tot. Ekelhafter Damage, ekelhafter Damage, den die machen. Das ist der hier, den er wiederbelebt hat. Der killt mich jetzt. Fuck, der hat so viel Damage gemacht. Verdammt. Okay, dann starten wir halt nochmal. Vielleicht sollte ich ausprobieren, die Schwierigkeit nicht hoch zu pushen. Das ist halt auch das Ding, ich weiß nicht, welche Einheiten was machen. Und das ist halt auch so schwer zu erkennen, weil durchklicken, weiß nicht, also das Interface von Warcraft ist halt altbacke. Und das wäre halt cool, ausfindig zu machen, wer von denen revived überhaupt. Oh, Summon Ranger. Aber die schießt ja ultra langsam. Intelligenz. Agilität. Ich würde gerne mal den Ranger probieren. Ultra langsam Attack Speed. Frost Armor, Bear, Shadow Strike, Bloodlust Sleep. Ich glaube, wir gehen mal auf Frost Armor. Bear wäre auch nett gewesen. Vielleicht kriegen wir nochmal. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, aber das haben schon öfters Leute gesagt, die das die Map spielen, dass manche Sachen, also dass Melee ultra schwer ist oder allgemein physischen Damage und dass Magie halt bevorzugt wird. Und das ist immer blöd, das ist in fast allen Games so, dass physische Builds mit physischen Schaden halt meist schlechter sind als Builds, die auf Magie gehen. Upgrade Frost Armor. 2 Agilität ist halt ultra wenig. Oder wir fangen an, Lifesteal aufzubauen. Ja, wir upgraden das hier nicht. Das ist mir dann lieber Lifesteal. Preppen wir für später, falls wir soweit kommen. Weil jetzt bringt uns 2 noch gar nichts. Hat er einmal den Tower angegriffen? Ah, wir brauchen definitiv Attack Speed. Alter Falter, ist das langsam. Ultra langsam. Pulverize, Command Aura, Rain of Fire. Oh, nehme ich Rain of Fire, aber ich werde nicht auf Spell Damage gehen. Was war denn Command Aura? Bonus Damage. Ja, das ist... Oh, stimmt. Mit ihr können wir auf die True Shot Aura gehen, weil wir Range Damage machen. Da war was. Ja, ich glaube, wir sollten einfach nur chillen und angreifen.
So langsam, wie wir attackieren. Bisher sehe ich das noch nicht, dass wir mit der weit kommen. Agilitätsslipper. Spell Damage, Stärke. Ich glaube, wir gehen auf Agilitätsboots. Dann haben wir auch ein bisschen Cash, falls er weiterkommt zum Verkaufen. Ist ein bisschen mehr Damage und ein bisschen mehr Armor. Nicht viel, aber hey. Kleine Vieh macht auch Mist, ne? Ab wann funktioniert diese Aura? Ach, nur Melee-Attacken. Okay, also Range-Attacken bringt mir erst gar nichts. Okay. Permanent Immolation, Heal, nee, Soulburn habe ich noch nie benutzt. Forked Lightning wäre ein Spell. Monsoon, bin ich mir nicht sicher, was es war. Ich glaube, ich nehme... Oh Gott, ey. Da wäre es cool gewesen, hätten wir irgendeinen Minion oder irgendwas bekommen. Ein Stun wäre auch cool gewesen. Ich glaube, Stampede ist das. Aber das rettet uns trotzdem nicht in den Arsch gegen Minions. Die, also ganz viele Minions. Ernsthaft? Haste? Oh, das wäre super, glaube ich. Komm, dann gehen wir mal auf Items. Habe ich noch nie wirklich groß gemacht, auf Items zu gehen. Aber hier steht auch 12. Also müssten die, glaube ich, 12 geben? Sind wir schon bei Fast Attack Speed? Ist zu schneller tot? Ja. Ein wenig. Komm, belebt die nochmal alle. Ich habe das Gefühl, ich verkacke gleich gegen den Boss. Command Aura. Oh, 24 Agilität. Das wäre Damage. Difficulty wollen wir nicht hochziehen. Lifesteal. Ich glaube, wir gehen auf Agilität. Ich glaube, wir schaffen ihn nicht. Obwohl. Gehen wir mal von dem Burning noch ein bisschen was ab. Boah, bitte mach keinen Spell oder so. Das war mal ein einfacher Boss, würde ich jetzt einfach mal sagen. Oh.
Bonus HP für den Pillar oder Cooldown für die Armor? Cooldown für die Armor brauchen wir eigentlich nicht. Wir gehen auf Bonus HP für Pillar, umso mehr können wir opfern. Jeez, Agilität. Ich meine, das wären immer noch 90 Agi. Oder für 3 Difficulty 7 Armor ist ziemlich cheap. Ja, komm, permanent Armor. Why not? Cheese wäre cool, dann könnten wir shoppen, aber ich glaube, Cheese verkauft sich genauso schlecht wie die Items. Und das hier hat Abklingzeit von... Weiß gar nicht, wie lange ist das denn überhaupt? Habe ich jetzt noch gar nicht drauf geachtet. Ja, die Abklingzeit ist auf jeden Fall niedriger, als es anhält. Aber unser Attack Speed ist immer noch Grütze. Okay, ihr kassiert beide ziemlich wenig Damage. Nice. Das lief schon mal besser. Buckler, alles zu teuer. Den Dämon nehmen wir nicht nochmal. Hex, Shackle. Na, ist alles blöd. Ich will nichts zum Casten haben. Obwohl Shackle, ha, Shackle. Das ist dann Reroot. Wäre auf dem Boss vielleicht nicht so verkehrt gewesen. Eigentlich will ich so wenig Spells wie möglich nutzen. Wer kriegt von euch überhaupt am meisten Schaden? Wahrscheinlich du, ne? Wie viel Schaden macht er mir? Wäre cool, wenn das hier stehen würde, wie viel Damage ich kriege. Ein bisschen macht er mir auf jeden Fall. Ich hab's mir schon gedacht, dass er wieder beschwört. Das Problem ist nicht mal das Beschwören jetzt gewesen, weil es nicht super krasse Einheiten sind, aber Timing. Wenn ich die nicht schnell genug kille, verrecke ich auch. Ja, ich glaube, du machst gar nicht so viel Schaden. Ja, 10 Schaden oder so macht er. Okay, was haben wir an Items? Ah, alles zu teuer. Upgrade der Abilities. Attack Cooldown. Oh, das wäre cool, wenn man hier den Attack Cooldown sehen könnte. Das wäre mehr Damage. Ja, komm, weniger Schaden. Wir sind wahrscheinlich immer noch bei... Okay, 2,4. Wir sollten definitiv das mal drücken. Das gibt uns aber mehr Armor, mehr Damage overall. Obwohl, das ist, glaube ich, nur um 2% gestiegen. Von 12 auf 14%.
Oh, nicht so einer. Ich mag die nicht. Ich glaube, der slowt mich, ne? So war das. Greif doch an. Hat er ein Mana-Shield? Okay, sein Damage ist nicht gut. Ja, der dauert zu lange. Sein scheiß Zauber. Wir brauchen irgendwas für Life Regen. Okay, die sind jetzt gestorben. Was haben wir hier? Das Schild, Orb, Intelligenz, Ability Upgrade. Ja, wir haben einfach nicht genug Damage. Ja, das steigt nur um 2%, aber wir haben harten Skin, das ist ziemlich gut. Ich hoffe, das saved uns ein bisschen. Range Attacks, nichts, was ich haben will. Nichts Gutes. Wir sind ein bisschen niedrig vom Leben. Unser Damage sucks. Holy shit. Oh Gott, ich habe das Gefühl, wir sind tot. Oh Gott. Auf mich zu stunnen. Ich würde gerne jeden anklicken, den ich angreifen kann, aber es ist echt schwer zu aimen. Okay, der macht doch ein bisschen Schaden. Was uns echt einen Arsch rettet, ist Hardened Armor. Aber wenn das weiter so geht, haben wir keine Chance. Wir haben zu wenig Damage. Ah, das ist blöd. Base Damage. Aber das habe ich natürlich nicht gesehen. Wir haben nicht viel. Wir haben vielleicht 50 Damage. Das wäre ziemlich bescheuert. Das ist, glaube ich, das Beste, was wir nehmen können. Der Pillar ist egal. Tomb of Power. Ich weiß nicht mal, was das macht. Gibt das Level oder einfach nur Damage? Ich würde jetzt safe-mäßig Base Damage nehmen. Und was haben wir hier? Gain 6 Damage. Taking Damage to save this effect for 1 second. Ah, nee, das ist blöd. Wir gehen auf Attack Speed. Wir kriegen zu viele Hits. Ich habe keine Minions. Und unser Movement Speed ist nicht gut genug, um wegzulaufen. Obwohl 600 Damage ziemlich geil wären. Okay, wir haben schon mal ein bisschen mehr Attack Speed. Ich bin gestunt. Und die greifen meinen Turm an. Wer von denen stunt mich denn die ganze Zeit?
Na, das ist der Slardar, so heißt er, glaube ich, ne, bei Dota. Die Bitch stunt mich. Ja, und schon wieder Stun bekommen. Ich hab's gesehen. Oh Gott, ich will nicht sterben. So schlecht sieht das Bild nicht aus. Nicht gut, nicht gut. Wir drehen mal kurz eine Runde. Nein, 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 nichts dann, nichts dann, nichts dann. Schitte, schitte, schitte. Vielleicht hat er keinen Mana mehr, das heißt, er kann mich nicht mehr stunnen. Hui, 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 hui. Ich glaube echt, das mit dem Boss, das wird ein wenig holprig. Shadow Strike, Evasion oder Drunken Brawler, da kriegen wir auch noch Evasion. Inner Fire brauchen wir nicht. Fairy Fire, kein Schimmer, was das ist. Und Shadow Strike, bin ich mir nicht sicher, wie stark das ist. Ich glaube echt, dass Drunken Brawler uns vielleicht einen Arsch retten könnte, aber das sind, glaube ich, nur das 3% Evasion und das sind 10. Aber damit hätten wir einen Crit. Ja, wir nehmen Drunken Brawler. Hm, 6% Dodge. Das andere müssten meist 10 gewesen sein. Oh ja, das kaufen wir. Oh shit. Das war den, ich hätte das kaufen sollen. Ich hätte das den kaufen sollen. Ich würde gerne den angreifen, danke. Holy moly, du sollst... Dann greif ihn halt an. Genau den kleinen Fuzzi wollte ich die ganze Zeit angreifen, aber den anzupingen... Oh Gott, ey. Komm schon. Wir sind so tot. 4000. Das gibt uns Rüstung. Lifesteal. Oh Gott, ey. YOLO. Das ist, glaube ich, das Einzige, was noch einen Arsch rettet. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Keine Ahnung, ob das jetzt was bringt. Okay, ich glaube, wir sind sowas von tot. Wir sind sowas von tot. Wir sind so tot. Lauf!
Lauf, mein Freund. Lauf um dein Leben. Und das war's. Wir sind dead. Oh mein Gott, ey. Regen war das Problem. Es wäre cool gewesen, hätten wir bei 2 Leveln sowas bekommen wie Pillar, mehr Mana oder irgendwie. Auch wenn es nur 5 Regen gewesen wären. 5 Regen wären schon cool genug gewesen. Vielleicht sollte ich auch mehr auf Spells gehen. Und die Minions sind ein Problem. Fast jeder Boss, den ich encounter, wenn ich ein gutes Bild habe, beschwört unfassbar viele Minions. Weil der hier beschwört durchgängig Skelette. Den Boss hatte ich zum Beispiel auch und der hat, ich habe den besiegt, den Boss, aber der hat einen anderen Skin gehabt. Und der hatte, keine Ahnung, 20 Skelette und die waren nicht mal das Problem. Mein Damage war zu niedrig, um die zu killen alle. Dadurch habe ich an der Zeit verloren. Und die anderen Monster hier, diese lilanen, die er da spawnt, da weiß ich den Namen von denen nicht, die splitten sich ja nachher Zeit. Oh, ätzend, ätzend. Ja, wir sind bei 41 Minuten. Das sind jetzt halt 2 Failed Ones, aber ja, vielleicht habt ihr Tipps, Tricks, was auch immer. Dann könnt ihr das gerne in die Kommentare setzen. Oder ob vielleicht die Map, die Version unbalanced ist. Ich spiele 1.2.1. Weiß nicht, ob in anderen Versionen das, ich würde nicht unbedingt sagen, einfacher ist. Die Map soll ja schwer sein. Und es soll ja auch schwer sein, voranzukommen. Aber nun gut, ich sage schönen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.